Hallo zusammen, willkommen zu diesem Tutorial. Viele von euch, die eine Brazzer Stickmaschine haben, werden das Problem kennen. Irgendwann sind die Stickrahmen verschlissen und lassen sich nicht mehr richtig schließen. Die Ursache des Ganzen ist, das Gewinde der Stickrahmenschraube ist weitestgehend abgenutzt. Jetzt müsst ihr nicht unbedingt einen neuen Stickrahmen kaufen, sondern man kann auch die Schrauben tauschen. Wir machen das hier beispielhaft mal an einem Stickrahmen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung die Stickrahmen, für die dieses Video Anwendung finden kann. Zuerst schauen wir einmal, was ich für Werkzeug verwendet habe. Da ist als erstes ein Kreuzschlitzschraubendreher. Dann habe ich einen Torx-Schraubendreher genommen. Da könnt ihr aber auch irgendetwas anderes nehmen. Hauptsache, ihr habt eine einigermaßen breite Auflagefläche. Das brauchen wir dann, um die Sicherungsscheibe wieder einzusetzen. Einen kleinen Schraubendreher habe ich noch dabei. Den brauchen wir dann, um die Sicherungsscheibe zu entfernen. Und eine Pinzette sowie ein Stück Pappe. Beginnen wir damit und nehmen das Innenteil des Stickrahmens heraus. Dieses können wir dann auch ganz praktisch als Aufbewahrung für die Einzelteile nehmen, die wir dann abgebaut haben. Wir beginnen damit, dass wir die Sicherungsscheibe der Schraube entfernen. Dazu drehen wir so lange an der Schraube, wie ihr hier seht, bis der Spalt der Sicherungsscheibe nach unten zeigt und nur die beiden Aussprachen oben zu sehen sind. In diese fahren wir dann mit dem Schraubendreher hinein und hebeln den Ring nach oben weg. Dabei darauf achten, dass ihr den Ring festhaltet, damit er euch nicht davon springt. Als nächstes entfernen wir die beiden Schrauben, die die ganze Schraubmechanik vom Stickrahmen festhalten. Die schrauben wir dann einfach mit dem Kreuzschlitzschraubendreher raus. Hier achtet bitte darauf, dass ihr einen passenden Schraubendreher verwendet, damit ihr die Schraubenköpfe nicht beschädigt. Die Schrauben dann so weit als möglich herausdrehen. Ich habe hier in dem Fall einen magnetisierten Schraubendreher. Die Schrauben bleiben somit dran hängen. Ich kann sie leicht entfernen. Wenn ihr das nicht habt, dann einfach die Schrauben durch Umdrehen des Stickrahmens entfernen. Die fallen euch dann auf den Tisch. Achtet nur darauf, dass euch keine verloren geht. Dann dreht ihr so lange an der Stickrahmenschraube, bis diese sich löst. Passt dabei auf der linken Seite dieser kleine runde Metallbolzen, der drin ist, das ist praktisch die Gegenmutter. Die fällt euch dann raus, so wie das Gewinde rausgeschraubt ist. Wenn ihr das Ganze draußen habt, dann die Unterlegscheibe, die auf der Stickrahmenschraube drauf ist, noch zur Seite legen. Die brauchen wir dann wieder. Jetzt noch die Plastikabdeckung runterziehen. Unter der Abdeckung haben wir dann den Sicherungsbolzen, welcher die eigentliche Schraube mit dem Griffstück verbindet. Das Ganze ist mit einem kleinen Stift gesichert, der fällt euch dann raus. Den bitte auch beiseite legen, den brauchen wir dann ebenfalls wieder. Hier würde ich euch empfehlen dann, wenn ihr das Ganze erneuert, dass ihr dann beide Teile austauscht, sowohl die Schraube als auch den Bolzen mit dem Gewinde drin. Es macht keinen Sinn, eine zwar neue Schraube zu nehmen, wenn aber das Gewinde im Bolzen dann beschädigt ist, dann funktioniert das Ganze auch nur wieder kurzer Zeit. Wo ihr die Schraube und die Mutter, sprich den Bolzen, herbekommt, das verlinke ich euch dann auch noch unten im Video. Jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Dazu legen wir uns die Teile nebeneinander, wie ihr das hier bei mir seht. Weil wir müssen jetzt das Griffstück mit der eigentlichen Schraube verbinden. Dazu brauchen wir den kleinen Stift von vorhin eben. Diesen am besten mit der Pinzette einsetzen. Dabei darauf achten, dass das Loch vom Griffstück mit dem langen Loch in der Schraube übereinstimmt, dann könnt ihr den Bolzen von oben mit der Pinzette vorsichtig einsetzen. Darauf achten, dass das Ganze beweglich ist und zum Abschluss dann die Plastikhülle wieder draufsetzen, die sichert letztendlich den Bolzen, damit er euch nicht rausfällt. Und die Plastikhülle bis zum Anschlag auf die Schraube schieben. Wenn das erledigt ist, dann die Unterlegscheibe wieder auf die Schraube draufstecken und anschließend die Schraube wieder in den Stickrahmen hineinschieben. Dabei darauf achten, dass ihr vorher den Bolzen mit dem Gewinde, also sprich die Gegenmutter, einsetzt. Das Gewinde dabei natürlich in Richtung der Schraube drehen. Dann die Schraube hineinschieben und langsam in das Gewinde hineinschrauben. Das Ganze bis zum Anschlag schrauben. Dann seht ihr auch, dass auf der anderen Seite das Gewinde von der Schraube durchschaut. Dann bitte den Rahmen drehen, auf der Rückseite darauf achten, dass die Metallschiene von der Schraube in die passende Aussparung am Stickrahmen hineingleitet, damit wir den ganzen Mechanismus jetzt wieder festschrauben können.
Dazu nehmen wir die beiden Schrauben, welche wir am Anfang rausgeschraubt haben, setzen diese ein, am besten mit der Pinzette, das geht etwas leichter. Und dann schrauben wir die beiden Schrauben wieder fest. Wenn wir das getan haben, dann lösen wir die Stickrahmenschraube leicht und klemmen das Pappstück vom Anfang wieder ein. So von der Stärke ist das so 3-4 mm dick. Das könnt ihr euch aus einem alten Stück Papier zusammenfalten. Wenn wir das Pappstück eingesetzt haben, dann drehen wir die Schraube wieder fest und wir sehen dann die Nut von dem Sicherungsring und können diesen wieder darauf setzen. Auch hier am besten die Pinzette verwenden, wie ihr das seht. Wenn der Sicherungsring drauf sitzt, dann brauchen wir den Torx-Schraubendreher oder halt einen anderen, mit dem wir dann den Sicherungsring wieder nach unten drücken, bis dieser einrastet. Wenn das geschehen ist, dann können wir die Schraube wieder etwas locker drehen, wir entfernen unser Pappstück und die Schraube ist erneuert. Der Stickrahmen kann wieder verwendet werden. Und das soll es an der Stelle dann auch gewesen sein. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen möchtet, dann lasst gern ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch gern einen Like. Habt ihr Ideen oder Anregungen für diese Art von Videos, dann hinterlasst am besten einen Kommentar unter diesem Video. Und an dieser Stelle bin ich dann auch raus. Bis bald, bye bye.